Auf unserer Welt gibt es viele Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Aber nur eine, bei der man den Boden unter den Füßen verliert. Menschheitstraum. Fliegen. Der Flugplatz in Rheinstetten bei Karlsruhe. Hier versammeln sich jede Woche Piloten und Flugschüler, um im Segelflug die Welt von oben zu genießen. Claudia Haller ist eine von ihnen. Mit ihren 17 Jahren befindet sie sich in der Ausbildung zur Pilotin. Schon mit 14 können sich Jugendliche hinter das Steuer eines Segelflugzeugs setzen. Die Flugzeuge werden in Rheinstetten mit einer Seilwinde gestartet. Ihr 300 PS starker Motor beschleunigt die Flugzeuge in wenigen Sekunden auf 120 km pro Stunde. Anstellwinkel und Geschwindigkeit machen den Start an der Seilwinde zu einem anspruchsvollen Flugmanöver. Bei mehr als 10 Metern pro Sekunde Steiggeschwindigkeit muss der Pilot seine Maschine perfekt beherrschen. Das knapp 5 mm dicke Stahlseil wird automatisch ausgeklinkt. Das Segelflugzeug fliegt jetzt lautlos und ohne die Kraft eines Motors. Um weiter Höhe zu gewinnen, nutzen die Piloten warme Luftströmungen. Diese Thermik ist eine unsichtbare Kraft. So groß, dass Pilot und Maschine bis zu den Wolken steigen können. Je nach Wetterlage sind dadurch viele hundert Kilometer Streckenflug möglich. Loopings, Turns, Rollen und andere anspruchsvolle Kunstflugmanöver sind ebenfalls ohne Motor möglich und sorgen für ein besonderes Flugerlebnis. Ortswechsel. Der Verkehrsflughafen Baden-Airpark. Hier hat die Motorflugabteilung des Luftsportvereins ihre Flugzeuge stationiert. Hauke Ehlers ist Pilot und bereitet sich auf seinen bevorstehenden Flug in die Schweiz vor. Airmanship und Sicherheit sind in der Fliegerei besonders wichtig. Ein ausführlicher Check der Maschine nach Klarliste ist vor jedem Flug ein Muss. Um nichts dem Zufall zu überlassen, überprüft Hauke noch einmal seine Flugplanung. Ein 100 PS Rotax-Motor unter der Cowling der DA-20 bietet dem Piloten große Freiheit und Unabhängigkeit. Mit den Flugzeugen in Baden-Baden können Piloten sogar bei den Airlinern mitmischen. Hauke nutzt beim Boden- und Flugverkehr die Pisten und Funkfrequenzen der Großen. Präzision ist in der Fliegerei nicht wegzudenken. Am Baden-Airpark wird jede Flugbewegung vom Tower aus kontrolliert. Dadurch ist eine reibungslose Abwicklung des Luftverkehrs garantiert. Ohne ehrenamtliches Engagement würde im Luftsportverein nichts funktionieren. Durch das simple Prinzip des Vereindenkens wird die Fliegerei erschwinglich und auch für Jugendliche zugänglich. Hauke genießt noch ein letztes Mal die Freiheit in 800 Metern Höhe. Der Flugtag neigt sich dem Ende zu. Natur, Mensch und Technik im Einklang. Das ist Fliegen im LSV Alpgau.